Hallo und willkommen zurück bei Subnautica! Und einen ziemlich großen Vieh, das hinten schreit. So, ich habe uns Tafel besorgt. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir da finden. Ich hoffe, das Vieh greift uns nicht an. Okay, nicht trocken. Oh, was haben wir hier? Ganz viele Würfel. Und eine Datenkonsole. Integrating new PDA data. Danke. Danke. Moment, haben wir die noch nicht gescannt? Okay. Gut, das gucken wir uns gleich erstmal an, wenn wir wieder an Bord sind. Ach, du kommst mit. Muss da nicht alleine sein. Den können wir nicht mitnehmen. Hier sieht es auch noch relativ gut aus. Aber das mit dem Täuschkörper müssen wir uns echt nochmal antun. Die waren teuer, ne? Ja, die wollen wir auch noch bauen. Moin. Da. Ach da, hier, Haupttür, Tisch. Ja, Kabelsatz. Ja, gut. Ja. Es geht. Sind zwei Kupfer. Ja, das müssen wir noch mal haufenweise machen. Ja, nee. Fremde da. Die Konsole hinterher. Die Daten sind sehr komplex, aber einige grundlegende Fakten können rekonstruiert werden. Wurde aus Samen vor 1708 Erdjahren gezüchtet. Frühzeitige Trennung von anderen Brütlingen für spezielle Ausbildung. Als bisher jüngstes Mitglied im Alter von 96 in Tempel der Forschung einberufen. Lud einen fehlerhaften Datensatz herunter und wurde für 3 Jahre zur Restrukturierung gespeichert. Versetzt in den äußeren Galaxiehaufen zur Untersuchung, Unterstützung der Bemühungen zur Erforschung der Krankheit. Versetzt nach 45.4.6b zur Erforschung der Krankheit mit hoher Priorität. Erkrankt an Carabacterium. Gespeichert in Reservat 3. Körpersicher entsorgt. Aha.
Okay, Carabacterium heißt das also. Aha. Also haben wir es doch mit Aliens zu tun. Gut, prinzipiell sind wir selber auch Aliens. Ist ja nicht unser Planet. So, ich hätte mal einmal. Weil wir werden uns jetzt mal hier lang begeben. Schön. Haben wir wieder dieses rote Feld jetzt gleich, weil da so viele Haie drin sind. Oder haben wir jetzt gleich Pech und wir haben dieses krass böse Gebiet. Wir können halt nur fliehen, ne? Ist da jetzt im Hintergrund was? Oh fuck. Ach du Scheiße. Okay, hat aber jetzt nichts gemacht. Der Weiße wird noch nicht mal bei 900 Meter. Gut, das war echt riesig. Okay, da unten haben wir wieder diese Dinger. Ah, guck mal hier unten. Das dürften wir doch mit dem Krebs schaffen, oder? Testen wir es einfach. Gespeichert ist. Okay, sind ganz viele davon.
guck mal da unten. Oder da vorne. Nö, kein Bock, geh weg. Ah. Tschüss. Das ist jetzt blöd, wa? Aber warte mal. Aber... Was soll ich denn mal? Dreckiger. Hör doch mal auf. Nicht dein Ernst! Das ist schon wieder dasselbe. Seht ihr, jetzt wäre so ein Ding echt praktisch. Okay, rechte machst du das immer zu hauen. Warum nehme ich auch nur einen mit? Mann. Okay, wisst ihr was? Ich düse nochmal kurz zurück. Dann hole ich noch eine. So ungefähr. Weiß ich ja, wo es ist. Zur Not habe ich ja noch einen Zwischenspielstand, wo ich eingestiegen bin. Dann düse ich von da nochmal zurück. Also da kenne ich den Weg ja. Also Leute, bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück. So. Denn jetzt mal raus. Da kriegen wir auch noch dieses Zeug. Ist das eigentlich was? Ne? Integrating new PDA data. Ja. Gut, das können wir uns ja jetzt schon anschauen. So. Fremdes Reservat Beta. Diese Kammer besteht aus einer Reihe von Datenknoten, die jeweils mit einem Ionenwürfel geschmückt sind. Diese sind mit der Hauptkonsole vernetzt, vermutlich um die Datenintegrität im Laufe der Zeit zu gewährleisten. Noch nie dagewesene Datenkomplexität. Gespeicherte Daten wurden über die örtliche Konsole in das System eingespeist. Ursprüngliche Datenquelle war organischer Natur. Die vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass diese Kammer aus der letzten Zuflucht für die Fremden diente, die sie erbauten. Im Falle einer Katastrophe konnten sie sich hier zurückziehen und sich irgendwie zur Konservierung auf die Datenknoten übertragen. Okay, wahrscheinlich irgendwelche künstliche Intelligenzdinger. Es ist unklar, ob andere Mitglieder der fremden Art jemals hierher zurückkehrten oder wie viele Seelen auf den Knoten gespeichert sind. Aber die gespeicherten Daten sind viel zu komplex, um sie mit der dürftigen verfügbaren Information wiederherzustellen. Okay. Ja. Erst immer zurück. War eben gerade auch ziemlich lustig. Hallo? Nee, lass mal.
schnell weg. Wohin haben die mich auch nicht erwischt? So, wo war mein... Ach, da oben. Habe ich dich noch nicht gescannt? Doch. Ja. Jo, nö. Da oben. Hier raus. Na, ja, jetzt mal versuchen, da hochzukommen, ne? Oh Mann. Oh nö. Bitte nicht angreifen. Okay, habe ich mich vielleicht ein bisschen ungünstig hingestellt. Hey. Tschüss. Nein, du Arschloch. Das ist doch nicht dein Ernst. So ein Arsch. Wehe. Mach mir erst rein. Ach, der zählt auch als Gegner. Na gut, ist halt böse, ne? So. Ist immer noch hier? Okay, okay. Ja. Wow. Sieht man jetzt so viel. Boah, das ist echt dunkel. Ich würde auch gerne unten mal gucken. Achso, das ist einfach nur eine Schlucht hier, ja. Okay, da sieht es aber aus, als wäre es noch ein bisschen tiefer. Okay, ja, ist ja gut. Ist auch schon wieder so ein Kloppi. Okay, wir machen es aber kurz einmal ohne. Einfach nochmal ein bisschen luschern.
Ach, guck mal, Sonderdinger schon wieder. Nee, ich glaube, die waren standardmäßig hier, ne? Okay, dann gibt es hier doch nicht so wieder so eine Höhle. Schade. Aber hier gibt es Ruhe an. Den nehme ich auch immer so mit. Ich denke mal, für unseren Kernkraftgenerator wird der auf jeden Fall sehr wichtig werden. Schwefel wäre mir auch ganz lieb. Jojo. Okay, wieder nur diese Fische. Leviathan? Ach da. Das könnte doch Schwefel sein, oder? Ich glaube, das ist Schwefel. Da fahren wir mal ganz kurz drüber. Ja. Das sollte ja für den Krebs reichen. Moment. Ja, mal so. Und hier. Na gut. So. Nee, war hier. Gott. Ach Gold. Was soll's? Achso, okay, den da dran. Gut, denn bisschen Gold. Ja.
So, Wasser. Reicht erstmal. Düsen wir mal hier lang. Was ist ein Vulkan? Okay, das ist jetzt aber doch ein bisschen interessant. Wir können ja gleich nochmal kurz runter. Oh, okay. Wow. Okay, nichts, was jetzt oben am Land ist. Ja, gut, so nah lassen wir mal aus. Jetzt gehen wir ganz runter. Thermischer Vulkan. Oh, noch einer. Und noch einer. So, was ist das da? Okay, das könnte wieder Uran sein. Wir gehen mal gucken. Vorsichtshalber. Einmal speichern. Uran, sagt er. So, was bist du? Silber. Das ist immer gut.
nervig hier unten. Eis. Halten wir aber noch aus. Nochmal Silber. Gut, dann hau ich jetzt nochmal. Okay, die sind ja sehr nett. Ja. Aha. Dreckiger. Ich hab gar... Na gut. Können wir denn so ein Inventar einsammeln? Wir bauen erstmal das ab. So, normale Fische haben wir jetzt nicht hier, wie es aussieht, ne? Nee, nur die. Okay. Welcome aboard, Captain. Danke. Gut, düsen wir hier erstmal wieder ab. Oder die gehen mir echt auf den Sack. Welcome up. All systems online. Jo. Nee, wir hatten noch hier. Genau. Hier ist wieder voll. Was haben wir hier? War sowieso voll. Und voll. Ich glaube, hier war auch voll. Ne, ja, war nicht. So. Habe ich Essen mitgenommen gehabt? Ne. Ah, aber den haben wir mit. Aus Interesse. Nö. Ja, da ist sowieso zu eng. Schade, das zuerst ja. Wasserfiltersystem hier, ein Bötchen drin, wäre cool.
doch jetzt an. Wow, wir sehen so viel. Okay, ihr dürftet wahrscheinlich echt nichts sehen. Hä? Halt, stopp. Haben wir irgendwo einen Wrack? Und hier sind noch immer Fischis. Ja, Entschuldigung, muss ich niesen. Gut hier. Und nochmal starten, ja. Happy, happy, happy. Ja gut, sollte reichen. Ich weiß, Wasser haben wir zwar noch. Aber ich kenne das doch. Haben ist besser als nicht haben. Gleich mal gucken, ob wir noch unseren komischen Fisch da haben. Ah, hier noch so auf. Hier nicht. Ah, nee, halt, stopp, Moment, den haben wir doch unten, oder? Ja. Gut. Ich hatte schon Angst. Oh, da sind wohl gegengeknallt. Toll. Okay. Na ja, komm. Bevor wir uns jetzt hier festfahren, oder?
Gucken wir uns mal hier mal drauf um. Reicht mir, ja? Bist du? Achso. Da jetzt wieder raus. Das war's. Da jetzt auch wieder raus. Hab nichts gesagt. So. Da. 1, 2. Das soll das passen. Essen wir den noch. Den trinken wir. Passt. Sind aber auch nur 150 Meter unter Wasser, ne? Okay, jetzt machen wir den wieder. Nee. So. Nee, den. Der ist gut. Haben wir wieder geholt. Okay, das Blei. Ich glaube, aber jetzt kommt wieder so eine tödliche Zone. Ja. Den drehen wir mal lieber. Wir schwimmen hier am Rand weiter. Da muss doch ja bestimmt noch was geben am Rand. Was ist denn das?
Hey, ist auch ein Alien-Ding. Boah, wehe. Ich brauche da jetzt wieder so eine verdammte... lilane Kacke da. Moment. Okay. Okay. Aber hier haben wir auch noch was. Da was noch rein. Mal gucken mal. Nö. Nö, das ist nur so ein komischer Würfel. Hier kommen wir nicht hin. Na, hier ist der Tauchdock. Aber nichts zum Aktivieren hier. Nö. Welcome aboard, Captain. All systems online. Batterien haben wir, glaube ich, hier oben. Ja. Danke. So, hier mal ein bisschen weiter und dann runter. Ach, sieh an. Macht er was, wenn wir still sind? Also geht auf jeden Fall weg.
Okay, das sieht interessant aus. Okay, angegriffen hat er uns auch nicht. Und hier ist er auch nicht zu sehen. Dann trinken wir noch einen Schluck. Speichern wir. Jo, trinken wir gut. Oh ja. Bitte soll ich Kernkraft. Ja. Blueprint acquired. Ja, ja, ja. Jetzt kann uns alles scheißegal sein. Jetzt haben wir Kernkraftenergie. Und das war so nah. Kunde genau vor unserer Tür. Oh ja. Jawohl. New Blueprint acquired. So, Schubkanone. Oder du bist einfach nur ein Arm. Ah, den haben wir. Ja gut, Torpedoarm. Sind wir mal ehrlich. Im Krebs werden wir den wahrscheinlich nicht benutzen. Oh, hier hätten wir noch einen Top scannen können. Oh. Bezogenes? Haben wir kein bezogenes Bett? Alle Top. Near Blueprint Acquired. Na, da komme ich durch. Jetzt müssen wir zurück. Bis hier waren wir schon. Hier kommen wir so nicht rein. Halt. Aha. Geht das zu? Konnte ich hier gerade nehmen? Ach so, Tür schießen. Okay. Was ist das? Filter an. So. Hier ist noch ein paar Dinger mit.
Titanis. Ja, Torpedodinger haben wir. Au, au, au. Also, den noch mal ein bisschen mitnehmen. Nehme ich mal an. Der ist auch wieder verschlossen. Der ist schon wieder. Ich glaube, da waren wir. Bis dahin sind wir gekommen. Ja, schnell weg. Gute Sache. Oh, ihr wollt uns nicht. Der sieht auch gut aus. Hi. Jetzt schon wieder Uran. Den großen Ganzen habe ich mich eigentlich schon wieder völlig verfahren. Oh, oh, oh. Das sieht gut aus. Wird noch mehr geschnappt. Das war wieder so ein Glitzer-Ding. Hm.
Okay, wie krass haben wir uns denn da jetzt gerade erfahren? Ah, der war krank. Welcome aboard, Captain. All systems online. Schön. Moment. Machst du jetzt trotzdem weiter? Nö. Schade. Ja gut, ich denke mal nicht, dass wir da jetzt was finden. Wir gucken hier weiter. Und finden. Ja, das, wo wir schon mal gerade waren. Ja. Keine Kommentare, bitte. Keine Kommentare. Gerade gefreut. Yeah, noch ein Brack. Noch ein Vulkan. Schon wieder Zeit drüber. Was? Wo? Da. Scheiße! Nee, das wird zu viel gehen. And in fact, emergency fire detected. Warning, external hull damage detected. The head stand. Warning, vessel calibrated. Excessive noise. Yeah. Warning, fire detected. Ja, wissen wir, das Vieh war hinter uns. Okay, kann ich den Alarm irgendwie ausstellen? Der Griff ist auch so schön. Okay, entfernt sich immer mehr, das ist schon mal gut. Warning, fire detected. Ja. Okay. Oh Gott.
Extinguished. Air scrubbers initiated. Haben wir jetzt Ruhe? Ach komm, wir fahren lieber erstmal nach Hause. Warning, external hull damage detected. Okay, die machen extremen Schaden. Ah, haben wir gekriegt. Gut. Sollten wir die Finger von lassen? Jetzt war auch schön. Ich würde ja auch gerne gucken jetzt wollen. Aber egal, wir machen erstmal uns auf den Weg nach Hause. Und ja, bauen dann erstmal den Kernreaktor, damit wir erstmal energiemäßig gut abgedeckt sind. Und dann machen wir uns noch einen Plan, wie wir das da schaffen. Täuschköder bauen wir auf jeden Fall ein paar. Entschuldigung. Schild frisst ja richtig. Aber gut, Leute, wir sind jetzt schon ziemlich weit wieder in der Zeit. Ich würde sagen, das war's für heute. War aufregend. Ui. Ja, wir bleiben auf dem Weg nach Hause. Morgen machen wir den Reaktor, gucken, was wir noch alles für die Täuschkörper brauchen. Wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, das war jetzt nur das Kabelset und Titan, das kriegen wir easy hin. Damit wir dann erstmal vorbereitet sind für solche Fälle, damit wir da wirklich wegkommen. Und dann schauen wir mal noch, was wir noch an der Base da noch weitermachen können. Und dann geht's weiter. Also Leute, macht's gut. Bis morgen. Haut rein. Ciao.